Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mad Games Tycoon 2. Wir machen weiter bei Tiger Games, dem Studio, das sich ja durch Moto Pinball 7 Online irgendwie noch gerettet hat, nachdem uns das Spiel ins Verderben gestürzt hat. Als MMO-Spiel konnte es als Free-to-Play-Spiel noch die Kurve kriegen und dadurch haben wir jetzt einen ganz netten Kontostand. Ja, es ist ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Part von Mad Games Tycoon 2. Ich weiß, es tut mir leid. Ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen. Die letzten Wochen waren ein bisschen turbulent für mich. Ist jetzt nicht nichts Dramatisches, nichts mega Schlimmes passiert, aber es war ein bisschen turbulent alles. Und daher musste ich den Mad Games Tycoon 2 und auch den YouTube-Spaß ein bisschen zurückschrauben. Aber ich habe jetzt tatsächlich wieder Lust. Ich habe, glaube ich, den letzten Part von Mad Games vor 2 Wochen oder 2,5 Wochen aufgenommen. Und ich habe jetzt wirklich Lust, hier wieder ein bisschen bei Tiger Games weiterzumachen. Und mir ist aufgefallen, unser Logo ist irgendwie falsch. Ich glaube, das können wir noch ändern. Firmenname und Logo, genau. Wir haben hier irgendwie ein E. Das möchte ich natürlich nicht. Gibt es irgendwas Schönes? Ja, guck mal, die Tigerpfote. Die haben wir doch, glaube ich, im ersten Part genommen, oder? Ich weiß es nicht mehr. Aber die müssen wir auf jeden Fall nehmen. Das ist ja ganz klar. Ist gar keine Frage. So, wir machen gerade Beyond the Future 4. Das befindet sich gerade in der Entwicklung. Und schaut auch ganz gut aus. 70-90% ist noch unfertig. Also da kann ein richtig gutes Spiel draus entstehen. Die Abteilungen sind alle noch stark beschäftigt. Ja gut, okay. Ansonsten Medieval King 5 ist gerade in der Game of the Year Edition auf dem Markt. Bringt ganz gut Geld. Moto Pinball 7 Online bringt uns Woche für Woche zuverlässig 700.000. Auch wenn die aktiven Spielerzahlen nicht mehr wirklich steigen. Wir gehen mit einem großen Messestand zur Messe für das Spiel, das gerade in der Entwicklung ist, Beyond the Future 4. Moto Pinball 7 Online, um das ein bisschen zu pushen. Und vielleicht noch Big Brain 6, wobei das ist gleich weg vom Markt. Aber wir brauchen hier die Zweitvermarktung von Medieval King auch nicht pushen. Dann gehen wir nochmal mit Big Brain 6 zur Messe. Wunderbar, 24.000 Fans. Ich glaube, die Kollegen hier, die brauchen fast ein bisschen Unterstützung, weil zu zweit kriegen die das sonst nicht mehr hin. Es ist nur die Frage, wie ich das mache. Wir könnten natürlich hier oben, hier ist noch Platz und da auch, hier könnten wir theoretisch noch einen kleinen Supportraum hinbauen. Zum Beispiel hier irgendwie. Dann können da 4 Leute hin. Ja komm, das machen wir auch einfach mal. Zack. 1, 2, 3 und 4. So, ein bisschen Heizungen, damit die Leute nicht frieren. Das muss ja nicht sein. Kriege ich da auch noch den Medizinschrank irgendwo hin? So, genau. Kaffee, ganz wichtig, dass die Leute hier fit bleiben und Leistung bringen, denn die werden ein paar Anfragen zu bearbeiten haben. Und da schadet Kaffee definitiv nicht. So, Pflanze hier, dann, ach guck mal, wir haben ja schon goldene Schallplatten und alles. Die können wir hier natürlich auch platzieren. Die machen hier das Ambiente richtig schön. Guck, die sind jetzt schon zufrieden. Eine Pflanze, eine goldene Schallplatte und es ist wunderschön. Die brauchen gar keinen Teppich mehr und nichts mehr. Die sind schon wunschlos glücklich. Ich gebe dir noch einen Mülleimer, damit die nicht alles vollmüllen. Der kann hier unter den Medizinschrank, dann passt das. Und ich glaube, dann können wir das hier eigentlich abreißen. Dann kommen hier die 2 Support-Mitarbeiter dort hoch, machen den Kundensupport und kriegen noch Unterstützung von Callistus Torres. Du bist eingestellt. So, und ansonsten hier haben wir, genau, die dürfen das Gebäude nicht verlassen. Gut. Und das können wir dann eigentlich abreißen. Und dann haben wir hier Platz. Hallo? Achso, ja, abbrechen, genau, und abreißen. Dankeschön. Dann haben wir hier Platz, um entweder unsere Marketingabteilung zu vergrößern oder um die Forschung noch zu erweitern. Das können wir uns dann noch aussuchen. Ich tendiere dazu, Marketing zu vergrößern, weil das sind ja 2 Zwillinge, das weiß ich noch. Die, ja, die Marketing-Zwillinge, die tun sich schwer. Das ist halt
ja, schon einiges an Aufwand, das wir da mittlerweile haben. 32 Millionen Gewinn durch Big Brain 6. Das ist sehr angenehm, das kann sich sehen lassen. Durch das Addon auch nochmal knapp 5 Millionen gemacht. Da bin ich doch zufrieden mit. Was ist hier los? Haben wir hier Leute, die Bugs machen? Dorlenwug, okay, du bist aber ein legendärer Spieleentwickler, aber du machst Bugs. Okay. Gibt es vielleicht gerade Programmierer, die kein. Nee, gibt's nicht. Okay. Na gut. So, ihr seid fertig. Dann könnt ihr mal. Theoretisch könnt ihr mal Konsolenfeatures, Motion Camera Support erforschen. Denn ich würde ja im Laufe des Spiels auch noch ganz gerne früher oder später eine Konsole bauen. Das ist so ein Träumchen, den ich noch habe. Das würde ich euch noch ganz gern zeigen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Motop, ne Quatsch, Beyond the Future, 97er Hype, das ist sehr gut. Dann gehen wir hier mal erstmal mit der Beta-Demo. Aber so eine Konsole zu entwickeln, kostet halt auch richtig viel Geld. Wir müssen ja erstmal das ganze Zeug erforschen. Ich denke, wir bewegen uns da im Bereich von 80 Millionen aktuell. Dann müssen wir die Konsole entwickeln. Das kostet auch nochmal mindestens 80 Millionen, wenn nicht sogar 100 Millionen. Und wenn wir uns dann unseren Kontostand ansehen, ja, das wird erstmal noch nichts. Da muss Beyond the Future 4 schon wie eine Bombe einschlagen, damit wir uns das vielleicht mal leisten können. Oder wir machen einfach mehr Free-to-Play-Spiele, weil die laufen ja offensichtlich auch sehr gut. Wir probieren es mit einem Überhype bei Beyond the Future 4. Mit etwas Glück kriegen wir den Überhype hin. Können dann da einen richtigen Knaller veröffentlichen mit grandiosen Verkaufszahlen. Aber ist halt Glückssache. Das finde ich auch nicht so toll, dass das einfach Glückssache ist. Es wäre schön, wenn man das irgendwie noch als Spieler beeinflussen könnte. So, Medieval King 5 kriegt nochmal 20.000 Stück. Zack. Haben wir dann noch irgendwas, was wir abverkaufen können? Complete Edition. Ich glaube, die kann raus. Der Rest kann, glaube ich, noch in die Zweitvermarktung. Ne, die kann auch weg, die Complete Edition. Okay. Ja. Dann passt das. Bugs werden gefixt. Hier machen wir noch die vorletzte Grafik, das vorletzte Grafikfeature, hier das vorletzte Soundfeature. Also ein paar Wochen wird der Spaß. Ah, schade. Schade. Kein Überhype. Das ist ärgerlich. Ja, ein paar Wochen wird Beyond the Future 4 auf jeden Fall noch in der Entwicklung bleiben. Die sind fertig. Okay. Haben die auch alles reingemacht? Respekt. Das ging relativ flott. So, wie schaut's aus? 80 bis 100, sehr gut. Das wollte ich sehen, meine Damen und Herren. Das ist genau das, was ich sehen wollte. Die haben gerade nichts zu tun. So, okay, Grafik und Sound, die brauchen leider noch ein bisschen. Ich möchte die zwei Features, also die zwei Features bei Grafik und das eine Feature bei Sound eigentlich auch unbedingt noch drin haben. Weil das pusht das Spiel auf jeden Fall noch nach vorne. Und daher möchte ich da nicht drauf verzichten. Hier haben wir nichts geschafft. Okay. Ich möchte mal noch kurz gucken. Das beste Spiel aller Zeiten ist World of Tennis 93. Das zweitbeste Spiel aller Zeiten ist unser Moto Pinball 7 Online. Mit einer 95. Big Brain 6, das kürzlich erschienen, auch eine 95. Okay. Das heißt, wir möchten jetzt natürlich wieder mit einem grandiosen Spiel weitermachen und wieder eine 95 knacken, ist ja ganz klar. Medieval King 5 kriegt nochmal 20.000 jetzt zum Weihnachtsgeschäft. Da ist die Frage, kann ich noch irgendwie ein schönes Game Bundle machen? Ja, das sind alles keine guten Spiele. So alte Kamellen, die will kein Mensch mehr. Nee, das lohnt sich nicht, da einen Bundle zu machen. Gibt es noch eine Zweitvermarktung? Budget Game. Medieval King 5. Ja, aber das bringt ja nichts. Ich brauche für ein Medieval King 5 jetzt keine Zweitvermarktung machen, wenn hier gerade die Game of the Year Edition auf dem Markt ist. Das bringt uns nicht wirklich viel. Big Brain 6 könnten wir mit der Game of the Year Edition in den Markt gehen. Dann machen wir das. Zack. Das passt.
Nächste Woche kommt das auch direkt raus. Und da machen wir mal 100.000 Stück von. Das traue ich uns zu. Und zack. Da gibt es sogar noch In-App-Käufe über die Game of the Year Edition. Das ist ja interessant. Hochinteressant, dass da tatsächlich noch In-App-Käufe getätigt werden. Aber ja, marginal, ein paar hundert Dollar. Es fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Ich glaube, bei Beyond the Feature 4 haben wir keine In-App-Käufe. Ich glaube, die habe ich rausgelassen. Wie gesagt, das ist ein bisschen her seit der letzten Aufnahme. In-App-Käufe sind draußen, genau, ja. Weil die hauen ja auch Gameplay-Punkte raus und ja, die bringen jetzt nicht so viel Geld. Daher ist es schon sinnvoll, wenn man das rauslässt. So, wir warten im Grunde nur auf das Grafikstudio, das hier im Verzug ist. Soundstudio ist gleich fertig und Grafik dauert und dauert und dauert. Unglaublich. Weil wir müssen das Spiel raushauen, dann müssten wir eigentlich auch noch ein Update für Mario Pinball 7 online machen, dass uns dann nicht alle Spiele abhauen. Das heißt, eigentlich müssten wir langsam mal hier fertig werden, aber es dauert und dauert und dauert. Ich kann Grafikstudio auch gerade nur schwierig erweitern. Bei. Warum machen die eigentlich nichts? Ja, Ihr macht ein Genre. Wir können hier mal schon mal in die Konsolenforschung gehen. Technologiestufe, genau. Dann machen wir hier mal den 4-Core-CPU. Wobei, bis wir den fertig haben, ist das alles schon veraltet. Machen wir. Ich würde auch tatsächlich dazu tendieren, dass wir ein Handheld machen. Weil die sind, glaube ich, ein bisschen günstiger im Bau und in der Erforschung. Und da ist die Konkurrenz nicht ganz so stark. Das heißt, wir machen mal so eine Speicherkarte für den Handheld. 2 GB Speicherkarte. Genau, zack. Das dürfen die schon mal erforschen. Und Grafikstudio können wir doch hier oben noch ein bisschen erweitern. Ja, ein bisschen zumindest. Können hier 4 neue Grafiker hin. Besser als nichts. So, zack. Ihr bekommt natürlich auch eine Heizung, einen Medizinschrank, eine Kaffeemaschine. Ganz wichtig. Ist hier schon warm genug? Ja, nicht wirklich. Dann kommt hier auch noch eine Heizung hin. Jetzt ist es schön warm. Und ihr bekommt natürlich auch eine goldene Schallplatte. Reicht euch die schon? Ah, die sind anspruchsvoll, die Grafiker. Das reicht denen nicht. Dann kriegen die noch eine goldene Schallplatte. Jetzt reicht's. Okay. Wunderbar. Und dann stellen wir auch noch Grafiker ein. Was sind wir denn hier? Grafik, die ist. Ja. Das darf nicht wahr sein. Okay, ihr forscht mal bitte nach Grafikern. Nee, sind wir hier? Fachkräftesuche. Fachkräfte, Grafiker, Fachkraft. Automatisch wiederholen. Mal gucken, wie lange das jetzt dauert. Ich möchte die ganz schlechten nämlich eigentlich nicht haben. Einen gewissen Anspruch an unsere zukünftigen Arbeitnehmer können wir ja schon haben als Tiger Games. Ah, jetzt habe ich für Medieval King. Ich wollte eigentlich für Big Brain 6 die 50.000 nachproduzieren. Ah, verdammt. Ja, Medieval King 5 verkauft ja auch noch ein bisschen was. Na gut. Mal schauen. Wirtschaftssimulation ist im Trend und du wirst eingestellt. Carola Coinho, herzlich willkommen. Du darfst direkt mal unser Grafikteam da unten unterstützen, dass wir in diesem Jahrzehnt vielleicht noch fertig werden. Wow, der nächste direkt. Auch eingestellt. Da ist doch nur eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 30%, wenn ich mich nicht irre. Nicht schlecht. Boah, und die brauchen wirklich lange, um das zu erforschen. Das ist schon brutal. So, Big Brain 6 hat die 50.000 verkauft. Machen wir dann nochmal. Ich mach mal gewagte 100.000 Stück davon. Weil das läuft so gut. Könnten wir schon hinkriegen. So, die sind fertig. Okay, dann haben wir jetzt, glaube ich, alles drin. Genau, alles drin. 80 bis 100. 100er Hype.
wir können in den Release gehen, selbst vertreiben. Das passt soweit. In 3 Wochen wird das released. Okay. Ein paar Sternchen bekommen. Eine 95. Okay, sehr gut. Wieder eine 95. Aber über 95 kriegen wir doch nicht hin. Ist aber in Ordnung. Wir gucken mal in den Charts. Es reiht sich hier ein. Okay. Es ist nicht über Moto Pinball 7. Es ist aber trotzdem ein sehr, sehr gutes Spiel. Das kann man auf jeden Fall so festhalten. Und es sollte auch wieder das Spiel des Jahres werden. Wir machen jetzt erstmal noch ein Add-on dafür. Das wird jetzt eh wieder ewig dauern. Neue Anti-Cheat-Software. Kopierschutz gibt es noch keinen neuen. Genau. Zack. Ihr macht ein bisschen Polishing. Ihr auch. Dass da einfach nochmal die Punkte ein bisschen hochgehen. So, na gut. Wir müssen natürlich ein bisschen was produzieren von Beyond the Future 4. Jetzt muss ich nur gucken, wie oft hat sich denn jetzt hier unser vorheriges Spiel verkauft. Moto Pinball 6, 3,7 Millionen. Big Brain 6, 1,8 Millionen. Dann machen wir davon mal 1,5 Millionen. 100.000 Deluxe Editions und 50.000 Collectors Editions. Die zwei werden auch nicht nachproduziert. Zack. Da gibt es schon die ersten Bestellungen. Aber Release ist erst in 2 Wochen. Und das dauert sehr lange, das Add-on. Ja. Die suchen noch Grafiker. Das brecht ihr jetzt mal ab, denn ihr müsst natürlich Spezialmarketing machen für das Add-on, solange es doch in der Entwicklung ist. Ihr seid hier auch fertig. Dann macht ihr doch mal. Nee. Macht auch mal irgendwie ein Konsolenzeug. Vielleicht irgendwie ein Bildschirm für Handhelds. Genau. Zack. Oh, das tut weh. Jetzt hat's null Hype. Was ja peinlich. Oje, oje. Nuller Hype. Ja, super. Plus ein Hype. Vielen Dank. Danke für nichts. So, okay. 35.000 Verkäufe in der ersten Woche. Das ist in Ordnung. Ihr macht jetzt hier nochmal irgendwie für das Add-on ein bisschen Marketing, weil das ist sonst blöd. Einmal ein Streamer, damit das hier nicht bei 5er Hype rumguckt. Nämlich sonst auch ein bisschen blöd. So, wir haben hier nochmal einen Grafiker. Du bist gut, du wirst eingestellt. Und den Ruprecht Miller stelle ich auch direkt ein. Das ist unser 50. Mitarbeiter. Nicht schlecht. Tiger Games wächst und wächst. 32.000. Ja, okay. Kann man mitarbeiten, denke ich. Dürfen nicht vergessen, wir sind gerade im Sommerloch. Aber was ist denn gerade Platz 1 in den Charts? Cell 2 mit 223.000 verkauften Einheiten. Geisteskrank. Da können wir nicht mithalten. Keine Chance. So, großer Messestand. Natürlich Beyond the Future 4, dann das Add-on. Und dann noch Moto Pinball 7 Online. Unsere Spiele, die wir gerade auf dem Markt haben. Und langsam muss das Add-on fertig werden, denn wir brauchen hier ein Update, sonst sinken uns die Verkaufszahlen. So, wir hatten noch gerade, wenn ich es richtig gesehen habe, genau, neues Engine-Feature. Dann erforscht ihr das. Das hat nämlich Vorrang. Und hier gibt es noch einen neuen Kopierschutz. AR Copy Protect 1.0. Der kommt rein ins Add-on. Die sind gleich fertig mit dem Marketing. Dann steigt der Hype wenigstens so ein bisschen, dass das nicht bei 17 rumguckt. Ja, 42 ist schon besser. Damit kann man schon eher arbeiten. So, Big Brain 6 Game of the Year Edition hat sich tatsächlich verkauft. Paar Bestellungen haben wir noch. Ja, komm, dann machen wir nochmal, ja, 50.000 Stück, hätte ich gesagt.
So, einen Moment. Wir sind hier überall fertig, fast. Wir haben ein paar Bugs, die müssen natürlich raus. Da gibt es keine guten. Okay. Dann müssen wir die Bugs noch rausfixen und dann kann das Addon sofort in den Release. Da dürfen wir auch nicht lang warten. Addon werde ich wieder releasen über einen Publisher. Denn dann haben wir hier nicht das Doppelte an Stress und das Addon verkauft sich dann ziemlich gut durch den Publisher, wodurch wir dann eben das Spiel ganz gut pushen können. So, 5 Sterne und 6 Dollar bietet Electric Arts, dann gehe ich zu denen. Eine 90, sehr schön. Wir machen jetzt auch direkt ein Update für Beyond the Future 4. Weil das braucht es auch unbedingt, sonst ist es nicht mehr lange auf dem Markt. Denn so ein Add-ons und natürlich auch Updates halten so ein Spiel schon am Leben. Das darf man nicht unterschätzen. Und ich glaube, ich mache sogar noch einmal Marketing. Wobei, wir können ja das Spezialmarketing machen. Demo veröffentlichen. Machen wir erstmal das. Demo fürs Add-on. Plus 12 Hype, das ist in Ordnung. Vielleicht noch ein Streamer. Ja, machen wir auch noch. Wobei, eigentlich sollte der Publisher ja auch Marketing für das Add-on machen. Eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe, aber nun gut. Machen wir trotzdem mal. So, Game of the Year von Medieval King 5 wurde vom Markt genommen. Da habe ich aus Versehen ein bisschen zu viel von gepresst. Naja. Halb so schlimm, hat trotzdem ganz gut verkauft. So, das Update ist gleich fertig. Das ist wichtig. So, jetzt sollten hier gleich die Verkaufszahlen nächste Woche nochmal sprunghaft ansteigen. Dann machen wir noch ein Free-to-Play-Update für Motor Pinball 7 Online, damit hier wieder die Spielerzahlen ein bisschen wachsen. Ja, 6 Millionen ist jetzt nicht die Welt. Das können wir uns auf jeden Fall leisten. Und ich hoffe, dass das auch was bringt. Das dauert, das dauert ewig. Oh Gott, das dauert Ewigkeiten. Wie viel kostet? Oh Gott, das kostet Unmengen. Das wird erstmal nichts mit dem Haus. Genau, da haben wir einen guten Anstieg an Verkaufszahlen durch das Update. Ja, und das nächste Jahr, glaube ich, machen wir hier nur Motor Pinball 7 Online. Das dauert jetzt ein paar Monate. Verdammt. Big Brain 6, Game of the Year. Ja, 50.000 nochmal. Wir können, glaube ich, jetzt, genau, Medieval King 5 kann jetzt in die Zweitvermarktung. Machen wir jetzt auch pünktlich zu Weihnachten. Darf nächste Woche direkt raus. Da haben wir noch ein bisschen was auf Lager. Das ist wunderbar. Können wir das raushauen? So, zack. Zack. Merkantilismus, schlechtestes Spiel des Jahres. Wir haben 2 Preise gewonnen. Da können wir uns selbst auf die Schulter klopfen. 40.000 Fans dadurch gewonnen. Und 2 schöne Trophäen. Und sogar ein Achievement. Eines deiner Spiele muss die Auszeichnung für den besten Sound erhalten. Ohrwurm. Und wir sind somit eine etablierte Spieleschmiede mit 2,5 Sternen. Nicht schlecht. So, dadurch verkaufen wir jetzt auch 5% mehr, weil wir hier Preisträger sind. Oh ja, und Beyond the Future 4 verkauft sich noch mal deutlich besser, weil es eben das Spiel des Jahres ist. Das spricht sich natürlich rum und dann möchte das jeder spielen, ganz klar. Sollte man sich auch nicht entgehen lassen, so einen schönen 95er Titel. Verdientermaßen das Spiel des Jahres. Und die brauchen ewig. Ich würde hier am liebsten ein zweites Entwicklerstudio hier hinbauen und die unterstützen. Aber wir haben weder Platz noch Geld. Wir könnten das theoretisch hier hinbauen. Aber dann bräuchten wir hier noch einen Klo- und Aufenthaltsraum. Weil wir könnten theoretisch hier Maschinen platzieren und das Ganze ein bisschen platzsparender gestalten. So, genau. Dann haben wir hier eigentlich Platz. Jetzt lasst mich mal gucken. Wenn wir jetzt noch das alles hier eins enger machen. So. Die Tür dann hier hinkommt. Wir das hier dann alles verkaufen. Dann sollten wir immer noch genug Lagerplatz haben.
Ja, gerade so. Und dann kann hier ein WC hin. Ja, es kommt hier hin. Mit zwei Luxustoiletten natürlich. Mit Goldverkleidung oder was das hier ist. Waschbecken, Handtrockner. Eine schöne Heizung, dass es warm ist, wenn man sich, wenn man sein Geschäft verrichtet. Bisschen Pflanzen. Genau. Und ein Aufenthaltsraum. Hier. Zack. Kommt hier hin. Mit einem Kühlschrank. Einmal hier. Keyboard natürlich. Zack. Ein minzgrüner Sessel. Heizung. Pflanze. Und meinetwegen sogar Trophäe für Spiel des Jahres. Darf auch im Aufenthaltsraum stehen. Dann ist das in Ordnung. Und dann kann hier eigentlich noch ein großes Entwicklungsstudio hin. Und hier kann dann vielleicht sogar noch eine kleine QS-Abteilung oder sowas hin. Aber hier können jetzt erstmal noch 6 Entwickler rein. Einmal, zweimal, dreimal, vier, fünf, sechs. Wunderbar. Ihr bekommt auch eure Heizungen. Ihr müsst nicht frieren, keine Sorge. Medizinschrank, Kaffeemaschine. Warm genug ist es, genau. Vielleicht noch ein Pflänzchen. So, genau. Und goldene Schallplatte haben wir nicht. Dann kann der Pokal hier vielleicht noch irgendwo zwischen die Schreibtische. Genau, dann ist das auch gut. Jetzt ist nur das Problem, ich mag natürlich am liebsten hier Leute, die keine Bugs machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil da gibt es wahrscheinlich gerade, da gibt es niemanden. Genau. Das heißt, ihr dürft mal suchen. Ja, das ist falsch. Fachkräftesuche, Programmierer, Fachkraft. Genau, zack. Ich stelle jetzt vielleicht auch provisorisch auch Leute ein, die Bugs machen, einfach damit das Update fertig wird. Aber langfristig wollen wir natürlich nur bugfreie Mitarbeiter. Ganz klar. So, das soll es aber erstmal gewesen sein mit Mad Games Tycoon 2. Ich danke euch fürs Zusehen. Es würde mich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonniert. Ein Klick für euch und dann freue ich mich. Wir sind Stand der Aufnahme kurz vor den 100 Abonnenten. Das heißt, es würde mich freuen, wenn wir die 100 Abonnenten früher oder später noch knacken. Danke euch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.